Hallöchen Freunde, willkommen zurück hier bei Castle Strike. So, wir haben unsere Armeen hier gesammelt, beziehungsweise wir holen jetzt noch ein paar dazu, weil ja auch ein paar wieder gestorben sind. Pikiniere können leider nicht reiten, nein, die nehmen wir so mit. Macht ja auch nichts. Als sozusagen Einzelkämpfer wieder. Dabei, hier haben wir Ersatz. Belagerungswaffen. Falls unsere Einheit sterben sollte. Also wir haben für alles gesorgt, sozusagen. Angriffe kommen ja jetzt gerade eh nicht, so wie ihr merkt. Ist gerade ziemlich Flaute hier los. So. Die kommen jetzt noch, wie gesagt, dazu. Und hier oben haben wir das Türmchen eingenommen, so als kleiner Überblick für uns, dass wir noch hier über die Karte ein bisschen sehen können. Oder beziehungsweise hier zumindest, so wie wir es da oben auch gemacht haben. Für die, wo es nicht gesehen haben. Die haben auch ein Türmchen eingenommen, wo einfach den Weg hier etwas schützt. So, aber jetzt gehen wir mal hier runter. Die müssten jetzt angekommen sein, jawohl. Die setzen wir natürlich auf die 1, werden die Priester mal kurz rauspicken und uns heilen lassen. Die, wo was abgekriegt haben. Ich weiß nicht, ob der Bug wieder ist mit den Pferden, dass nicht die Einheit geheilt wird, sondern er versucht, das Pferd zu heilen und das geht leider nicht. Ah, so wie es aussieht, ist immer noch so. Ach, er heilt erst das Pferd und dann... Ah! So ist das, deswegen ist das so langwierig. Ah, da heilt er das Pferd mit. Gut, okay. Da drüben steht nämlich auch noch eins. Hol dir das mal kurz. Lass mal den kurz besatteln und das Pferd wieder einsammeln. Ah, dann machen die das so, dann tun die das... Erst das Pferd hochheilen und dann den Reiter. Okay, gut, dann wissen wir das auch. So, dann holen wir den hier. Oh, das Pferd hat nur noch 14 Leben. Oha. Oha. Das ist natürlich nicht so schön. So. Okay, also. Heile, heile macht. Klar, man sieht ja das den Lebensbalken des Pferdes sieht man ja nicht, wenn man über die drüber geht. Ihr seht ja auch leider meine Maus nicht, ich habe es immer noch nicht hinbekommen, die mit aufzunehmen in diesem Spiel. In jedem beschissenen Spiel geht's nur in diesem nicht. Aber es klappt auch ohne, denke ich. Man kann sich ja vorstellen, was ich gerade mache. So, jetzt haben wir das Pferd bald hochgeheilt. Das hat sogar richtig viel Leben, das Pferd, sehe ich. Junge, Junge. Mehr wie der Reiter oben drauf. Das ist sozusagen wie so ein Schutzschild für unseren Reiter. So, komm. Ah, der braucht auch noch ein bisschen Heilung. Genauso wie der. Genauso wie dieses Pferd. So. Welcher macht der jetzt gerade? Ah, jetzt tut sich hier weitermachen. Aber wenn zwei natürlich heilen, geht's schnell, wa? So, jetzt das hier und dann das hier und dann ist gut. Ja, Heilung muss natürlich auch sein. Wir können ja nicht angeschlagen in den Krieg ziehen. Wir hätten auch austauschen können, stimmt. Wir hätten jetzt auch sagen können, okay, ihr kommt und die anderen gehen dahin. Aber jetzt sind wir schon dabei. Egal. Was soll's? So. Haben wir noch mal ein paar Einheiten dazu? Nein. Leider noch nicht. Hier ist noch einer, der ist hier stehen geblieben. Der wollte nicht weiter, der Arsch. Schicken wir den mal hier runter. Okay. Erforscht haben wir ja alles, ne? Ja. Da haben wir alles durchgebaut. Haben wir normal auch alles. Wir sind also voll und ganz total oben, wa? Den können wir leider nicht machen, weil wir haben keinen Alchemist. Schade. Ich hätte mal den mal probiert. So. Der ist hochgeheilt. Oha. Irgendwo habe ich Musik.
gerade gedacht, es wird ein Angriff von kommen. So. Also, er ist durch. Gut, jetzt können wir wieder weitergehen. So. Ja. Jetzt müssen wir nur mal den Weg kurz suchen. Jetzt weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Irgendwo geht wieder was. Ist das da oben? Nee. Ah, dort. Ah, guck mal an, du. Wo sucht es tatsächlich eigentlich hier durchzukommen? Holy shit. Und das nicht mal wenig. So, komm. Ran an den. So, wir werden natürlich unsere Einheiten wieder platzieren. Oh, das ist ein Gegenangriff, die Wichser. Wo sind unsere Einheiten? Wir schießen. Oh, die brauchen natürlich ziemlich lang mal wieder hier. Holy shit! Egal, einnehmen das Ding. So, gut. So. Draufhauen. Die hatten natürlich Unterstützung von da oben noch. Nicht auf den Turm schießen, ihr Vollidioten. Das ist unser Turm. Die schießen auf den Turm hier, ey. Unglaublich. Ey, hört auf. Okay, so wie es aussieht, müssen wir gucken, dass wir hier ganz schnell wegkommen. So. Nicht, dass die auf dumme Gedanken noch kommen hier. Hört auf. Beisetzen. So. Und schön weiter. Einfach mal den Berg hier hoch. So, wir werden angegriffen. Warum? Wo sind da Gegner? Oh! Hey! Heilige. Glaubt man das? Los, Angriff! So. Sammeln. So, jetzt mal gucken, ob es jetzt da oben angreifen, das Türmchen. Die Türmchen könnt ihr eigentlich stehen lassen, die brauchen wir vielleicht noch. So. Das könnte für mich was angreifen hier. Wo gehen die? Warte mal, ich gehe mal vielleicht doch lieber hier entlang. Komm mal jetzt her hier. So, da haben wir wieder einen. Einen Kandidaten. So, die Schlachtgeräte hierher. Heilige. Darf nicht wahr sein. Wie sind die hier vertreten, ey? Mal. Gehen wir kurz hier rein. Schauen uns hier mal kurz um, was es hier gibt. Aha. Wow. Ach du Scheiße. Komm mal hierher. Lass sie mal herkommen. Da oben ist so, wie es aussieht, von dem Gelben was. So. So, dann würde ich sagen,
rein hier. Ja, fast keine Nahkämpfe mehr. Brauchen wir unbedingt wieder. Und jetzt lassen wir erstmal ein bisschen. Oh, da ist schon einer von denen. Jawohl, gleich angreifen hier. Ran an den. Oh, der ist ziemlich stark. Der hat's drauf, Junge, Junge. Aber den müssen wir töten. So, Hauptaufgabe erfüllt. Wir haben es geschafft. Yeah! Die Gefangenenanführer waren Thibaut nicht bekannt. Und es kümmerte ihn nicht, wer sie waren oder welcher Geist sie beseelte. Er beeilte sich, die Beute sicher in die Hände der Inquisition zu überführen. Yeah, Leute, wir haben es geschafft. Geil, oder? Fett. So, jetzt schauen wir uns trotzdem mal kurz die Statistik an. Technologie. Einheiten haben wir 171 erstellt. Kann man zufrieden sein. Upgrade erforscht 26. Auch okay. Kann man auch zufrieden sein. Einheiten getötet, das ist wichtig. Wir haben 199 Einheiten getötet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gebäude zerstört. Einheiten verloren 85. Ist auch. Ja, ist schon viel. Jeffrey 64 und Aufständische 19. Wieso muss ich eigentlich gegen den Jeffrey kämpfen? Egal. So. Aufständische 0000. Sirufnex hat einiges gesammelt. Ha. Und der Jeffrey nix. Der Jeffrey, der hat immer Soldaten und immer Kämpfer und immer alles, was er braucht. Komischerweise. Wir müssen immer alles einsammeln und die kommen hier mit was weiß ich was und können uns da mal kurz platt machen. Finde ich ja auch nicht gerade nett vom Spiel, dass die überhaupt nicht Rohstoffe abhängig sind, sondern, ja, ich weiß nicht, in anderen Spielen, da muss wenigstens der Gegner auch was sammeln, damit er Einheiten hat und hier kommt er einfach angerannt und tötet uns oder versucht uns zu töten, aber diesmal haben wir es geschafft, sehr gut, ich bin stolz drauf. Wir gehen zurück zum Hauptmenü, schauen mal die nächste Mission zum Einzelspieler, Kampagne und was, Hexenjagd, oh, das hört sich interessant an. Dann sehen wir uns dort wieder und wenn euch das Spiel natürlich gefallen hat, Daumen hoch, beziehungsweise wenn es euch gefällt, wir sind noch nicht fertig, Daumen hoch, bestellen, unten ist der Link in der Videobeschreibung, Spiel kaufen steht schön dran, könnt ihr bei Amazon euch das bestellen, wäre nett, wenn ihr es über diesen Link auch tun würdet und natürlich bin ich für Originalspiele und ich unterstütze die Programmierer, deswegen gerade raubkopiemäßig gehen solche Programmierer tot, Databacker gibt es ja im Prinzip nicht mehr, eigentlich schade. Ist eigentlich ein cooles Spiel, hätte auch ein zweiter Teil kommt, genau, wenn ich mich manchmal aufreg darüber, aber eigentlich ist es ja gar nicht mal so schlecht, wa? Wie gesagt, ihr könnt es kaufen unten in der Videobeschreibung und könnt mich abonnieren, wenn ihr Bock habt. Oben ist mein kleines Face rechts oben, da könnt ihr einfach draufklicken, abonnieren klicken. Würde mich natürlich auch darüber freuen. Und dann sehen wir uns wieder bei der Mission 4 Hexenjagd. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch und schaut meine anderen Projekte. Tschüss!